Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge von den Landwirtschaftssimulator 15 Feuerwehr. Heute gibt es endlich mal wieder eine neue Mod-Vorstellung von mir. Heute präsentiere ich euch ein altes, modernes Einsatzfahrzeug, das glaube nicht mehr so oft im Einsatz ist. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ich möchte jetzt nicht irgendwie was Falsches erzählen oder so. Aber kommen wir einfach mal zum Thema. Ich präsentiere euch heute ein Barkas B1000 Feuerwehrfahrzeug. Boah, das sieht bombastisch aus, oder? Also wunderschön detailliert, auf jeden Fall. Ich sehe gerade auch ein bisschen Strahler sogar, aber dazu komme ich ja gleich. Ja, ich schaue es erstmal von außen an. Also, was will man da mehr? Also, das sieht sowas von genial aus. Ich hatte dieses Fahrzeug auch mal im Landwirtschaftssimulator 2013. Aber da war es nicht so schön wie hier. Also das sieht hier besser aus. Also es fährt sich besser, es hört sich besser an. Alles ist besser dran, ja. Und es sieht schon mal wirklich erstklassig aus von der Außenseite. Hier hinten schön Notruf 112, Feuerwehr, Feuerwehr und auf der anderen Seite auch nochmal Feuerwehr. Blaulicht, Räder. Ne? Das ist ein Fahrzeug, ist natürlich logisch, oder? So, dann komme ich gleich mal zur Tatsache. Ich stecke jetzt einfach mal ein. Jetzt hört euch mal bitte diesen wunderbaren, wundervollen Sound an. Gönnt euch doch mal diesen Sound jetzt. Ah, da fühlt man sich doch wohl, oder? Ist das nicht wunderschön? So ein geiler Sound. Okay, die Hupe weiß ich jetzt nicht, ob die jetzt ganz originaltreu ist. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber hier oben sieht man schon mal 4 Asauklingen. Ein Strahlrohr und noch ein Löschkanone auf dem Dach. Natürlich auch Blaulicht, das funktioniert auch einwandfrei. Es hat Licht, dieses Fahrzeug. Blinker links, Blinker rechts und den Warnblinker natürlich. Es hat einen Martinshorn. Hört doch einfach mal rein, liebe Leute. Oh, das ist sowas von, wow, da kriegt man gleich Gänsehaut. Gänsehaut-Feeling im LS15. Ja, wunderschön, oder? Kommen wir mal zu den einzelnen Funktionen. Also ihr seht da oben Licht ein, Horn, Wasserwerfer. Genau, also dieser Wasserwerfer auf dem Dach, den kann man betätigen. Ah, wunderschön. Aber ich frage mich eigentlich, es sieht ja wunderschön aus natürlich mit der Löschkanone auf dem Dach und dem Wasser. Es ist auf jeden Fall sehenswert. Aber wo im Himmelswillen kommt das Wasser her? Ja, also ich glaube, dieses Fahrzeug hat eine TS hinten drin gehabt früher. Ich bin mir jetzt auch aber auch nicht sicher, ich weiß es nicht, aber ich glaube schon. Und dann kann man halt von offenen Entwasser-Namestellen das Wasser entnehmen. Zum Beispiel einen See, einen Pool oder sonstiges. Ja, aber wie das jetzt hier geht, das weiß ich jetzt auch nicht. Also da muss ja irgendwie, keine Ahnung, ein Tank eigentlich generell drin sein. Aber das ist kein TLF oder so oder ein LF. Ich weiß ja gar nicht, unter was es zählt hier. Ich glaube ein KLF, ein Kleinlöschfahrzeug oder so. Ich weiß es nicht, aber jedenfalls, es ist eine wirklich bombastische Mod und jetzt zu guter Letzt kommt noch das Fahrverhalten. Das ist natürlich das Wichtigste in einer Mod, das man natürlich braucht, sonst ist die Mod eigentlich auch unbrauchbar und wie man sieht, es fährt sich wunderbar. Also was will man da mehr? Okay, es ist ein bisschen schnell, aber es ist realistisch. Also es gibt schon Mods, die wirklich extrem schlechter sind. Was mir auch so total gefällt, dieses Fahrzeug bremst so übelst krass. Ich gebe es einfach mal Vollgas mit knappe 60 km/h und bremse. Das ist so genial, wie schnell dieses Fahrzeug bremst. Das ist wunderschön. So, jetzt schalte ich nochmal zu guter Letzt das Martinshorn ein für einen Mod, der wirklich wunderschön ist. Also mir fehlen wirklich die passenden Worte dazu. Ich habe keine Ahnung, was ich noch sagen soll. Aber liebe Leute, wenn euch auch diese Mod gefällt, dann drückt einfach mal den Daumen nach oben. Ihr dürft mich auch mal abonnieren, gerne gewünscht ist alles. Auch natürlich auch Meinungen und Äußerungen zu diesem Video oder zu generell meinem Kanal. Und natürlich veröffentliche auch, oder ich sage es einfach mal so, ich stelle einen Link unter diesem Video in die Beschreibung. Und dann könnt ihr euch dieses wunderschöne Fahrzeug herunterladen und euch selber dieses Fahrzeug gönnen. Ja, liebe Leute, habt einen schönen Tag. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Habt einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Habe ich das jetzt zweimal gesagt? Okay. Ciao.
Quatsch.